Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Was ist los mit ihm? Eine Klärung. Oder was ist los mit ihr? Eine Klärung. So heißt diese Art von Beratung, so heißt diese Legung. Es sind Videoberatungen, selbstverständlich anonym. Es ist nicht nur die Legung, sondern ich erkläre das auch astrologisch. Dann kommt eine persönliche mediale Botschaft dazu und ich erkläre auch, was bedeutet euren Vornamen. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung, was ist los mit ihm, eine Klärung, 25 Euro. In dieser Stelle möchte ich noch etwas erwähnen, was auch sehr wichtig ist und die meisten Menschen wissen das gar nicht. Der erste Moment, dieser Augenblick, die erste Begegnung oder der erste Kontakt, nicht nur in die Liebe, Partnerschaft, sondern auch beruflich, auch bei einem Umzug, auch bei Verträgen, auch bei Terminen, immer dieser Moment. Und das sind die Augenblickhoroskopen. Und diese Augenblickhoroskopen erzählt eine Geschichte, wie das weitergeht, ob das einen Bestand hat, welche Einflüsse kommen von außen oder führt das zu einer Trennung, welche Lernaufgabe handelt sich das, ob das eine karmische Verbindung ist. Vieles, vieles kann man von diesem Augenblickhoroskop erkennen. Hermann Hesse schrieb, in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und genau, das ist so ein wunderbarer Satz, genau das beschreibt auch diese Augenblicke. Und diese Art von Beratung, Augenblick, der erste Moment, der erste Augenblick, könnt ihr selbstverständlich auch buchen. Es ist zwar astrologisch, aber dass es schön bildhaft bleibt, mache ich auch eine kleine Legung dazu und das erkläre ich auch. Also auch astrologisch, auch die Bilder. Und diese Art von Beratung, die erste Moment oder die erste Augenblick, beträgt mein Honorar auch 25 Euro. Sind auch Videoberatungen. Dazu benötige ich natürlich die Datum mit Uhrzeit, wann euch erstes Mal begegnet habt. Nun, diese Aufnahme ist auch ein Beratungsvideo für Marianne und ich beschreibe kurz ihre Situation. Sie lebt in einer Partnerschaft, aber sie ist ziemlich sicher, dass er untreu ist. Und wie das weitergeht, das schauen wir an. Liebe Marianne, das ist dein Video. Ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen. Und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Erstmal erkläre ich, was bedeutet dein Vorname. Du hast Kraft und mit dieser Kraft kannst du vieles bewirken in dein Leben. Aber du hast das Verlangen wahrgenommen zu werden. Wenn das nicht so ist, dann verlierst du die Kraft. Du bist herzlich, hilfsbereit. Du verbesserst auch etwas und bringst etwas im Schwung. Du kannst auch gut Probleme lösen. Du suchst deinen Platz im Leben. Du bringst auch schnell etwas in Ordnung und kannst gut arbeiten. Leider bist du immer wieder ausgenutzt. Du wagst auch mal etwas Neues. Du verstehst die Zusammenhänge. Du magst nicht klein gehalten werden oder beengt fühlen. Wenn du dich in die Mitte stellst und dich im Glanz bringt, dann verleiht dir ein interessantes Erscheinungsbild. Du bist anpassungsfähig,
Versagen, verlieren kannst du nicht. Das erzählt dein Vorname. Was erzählt sein Vorname? Schauen wir an. Wenn er alleine ist, findet die Mitte und findet die Ruhe. Er ist besorgt um die Zukunft oder sorgt um die Zukunft. Er ist auch hilfsbereit und herzlich, kann auch etwas verbessern, etwas in Schwung bringen, kann auch Probleme lösen. Er wagt auch mal was Neues. Er versteht auch die Zusammenhänge. Und er mag auch nicht klein gehalten werden oder beengt fühlen. Er hat auch Kraft und mit dieser Kraft kann er auch vieles bewirken. Aber er hat auch dieses Verlangen, wahrgenommen werden. Und wenn es nicht so ist, verliert er auch die Kraft. Das erzählt sein Vornamen. Schauen wir astrologisch an. Du bist Mittwoch geboren, er ist auch Mittwoch geboren. Ihr seid beide Steinbock. Zurzeit bewegt sich die Schicksalsplanet Saturn in Tierkreiszeichen Steinbock. Das heißt, du stehst im Saturn-Einfluss und er steht auch im Saturn-Einfluss. In welche Lebensbereiche das ihr erlebt, dazu brauchte ich auch die Uhrzeit, dass ich das gesamte Horoskop anschaue. Aber Fakt ist, ihr steht durch Steinbock geborenen beide in Saturn-Einfluss. Dieser Planet beeinflusst die Schicksal, ist auch die Planet der Karma. Also kommen karmische Erinnerungen, karmische Begegnungen. Habt ihr auch Lernaufgabe zur Zeit, weil Saturn erteilt auch Lernaufgabe. Und ihr steht 2 Jahre lang unter Saturn-Einfluss. Die Mondbewegung. Beide habt ihr im Grenzbereich. Bei dir ist die Mond zwischen Skorpion und Schütze. Bist du auch Grenzgänger? Bei ihm ist die Mond auch Schütze, aber zum Steinbock. Von anderen Seite nähert ihr zum Schütze, aber ihr habt beide Schütze-Eigenschaften. Ihr liebt die Reisen, die Veränderungen, Ausland, Bewegung, auch vielleicht sogar Sport. Also das ist die Beweglichkeit, was ihr beide emotional braucht. Er hat sehr viele Planeten in die Schütze. Er ist zwar nicht in Tierkreiszeichen Schütze geboren, aber hat viele Planeten im Schütze. Auch die Liebesplaneten Mars und Venus sind auch im Schütze. Natürlich ist das nicht einfach, wenn er so Schütze betont ist, besonders im Liebesleben, da auf etwas zu verzichten. Das ist die Beweglichkeit. Und bei Schützen ist immer wieder die Neigung, es muss doch was Besseres auch sein. Also ein Trieb, die Trieb ist da. Die Vernunft liegt im Steinbock. Und ihr seid beide in Tierkreiszeichen Steinbock geboren. Aber was sein Liebesleben betrifft, da ist diese unbewegliche, unruhige Schützenatur. Was noch auch interessant ist, dass in vergangenen Jahren stand er auch im Saturn-Einfluss, weil Saturn bewegte sich zwischen 24. Dezember 2014 bis 21. Dezember 2017 im Schütze. Und Saturn beeinflusst unser Schicksal. Hat einen Einfluss auch auf unserem Karma und immer Lernaufgabe sind dabei. Und weil seine Liebesplaneten im Schütze sind, stand auch in diesem Zeitraum bis Mitte Dezember 2017 im Bereich Liebe, Partnerschaft in Saturn-Einfluss. Aber kommt noch etwas dazu. In dein Horoskop
Venus. Venus ist der Liebesplanet, die weibliche Energie. Diese weibliche Liebesenergie befindet sich bei dir in Tierkreiszeichen Wassermann. Und im Tierkreiszeichen Wassermann bewegt sich zurzeit die absteigende Mondknoten. Und diese absteigende Mondknoten, diese Bewegung dieser karmischen Knoten zeigt alte Karma an. Das ist die Bewegung, was zurzeit bei dir was auslöst in deiner Weiblichkeit, dein Aussehen als Frau und auch im Liebesleben. Alten karmischen Erinnerungen kommen hoch. Das, was diese absteigende Mondknoten in Wassermann bei dir etwas auslöst. Es handelt sich um dein Aussehen, deine Weiblichkeit und die Liebe. Vielleicht Kreativität, Schönheitssinn, Selbstständigkeit, das sind noch die Themen dazu. Wenn ich dein Geburtshoroskop anschaue, dein karmischen Knoten befindet sich auch Wassermann und Löwe, aber genau umgekehrt als jetzt. Das heißt, zurzeit bewegt sich die absteigende Mondknoten in Wassermann, alte Karma. Die aufsteigende Mondknoten, die neue Lernaufgabe, neue karmische Lernaufgabe, bewegt sich zurzeit im Löwe. Aber in deinem Geburtshoroskop war das genau umgekehrt. Das heißt, dass dein alten karmischen Erfahrungen liegt bei dir im Löwe und die neue karmische Erfahrung liegt in Wassermann. Diese Löwe-Eigenschaften, was du gesammelt hast von früheren Leben, das ist dein Essenz, das ist dein Selbstbewusstsein, dein Selbst. Auch deinen Ideen verwirklichen im Leben, mehr zu dieser Leichtigkeit zu kommen, das ist diese Wassermann-Energie. Aber Wassermann bedeutet auch frei zu sein, befreien von etwas und betont auch Freundschaften. Also in die Richtung geht dein karmischer Weg, deine Lernaufgabe. Und das ist gerade so spiegelverkehrt, die jetzige Bewegung, Vergleich zu deinem Geburtshoroskop. Und du stehst in diesem Einfluss, du stehst definitiv in karmischen Einflüssen. Da kommen Erinnerungen, dann auch die Bedürfnisse nach deiner wahren Berufung zum Leben und natürlich die Kontakte, die karmischen Verbindungen werden auch bei dir sein. Wenn ich sein Horoskop anschaue, sein alte Karma liegt in Krebs. All diese alte, früher, was im früheren Leben Erfahrungen gemacht hat, das ist diese Essenz, wo er sich auskennt, das ist Krebs. Das ist gefühlsvoll, vielleicht neigt dazu zum Zurückziehen, aber auch hat eine fürsorgliche Art, um andere zu kümmern. Seine Lernaufgabe geht in Richtung Steinbock. Steinbock kennt er gar nicht. Er kennt die Steinbock nicht, auch wenn er in Tierkreiszeichen Steinbock geboren ist, weil die Tierkreiszeichen Steinbock ist für ihn ein Neuland. Aber es ist gar nicht einfach für ihn, weil er ist in Tierkreiszeichen Steinbock geboren und das ist sein Selbst. Er braucht diese Lernaufgabe, er hat diese Lernaufgabe, die Selbstfindung. Und weil deine alten karmischen Erfahrungen liegen im Löwe, du hast da tolle Erfahrungen. Du hast dieses gesundes Selbstvertrauen und Selbstbild. Das heißt, du kannst ihn unterstützen
oder du spiegelst ihm etwas, weil für ihn ist das gar nicht einfach, weil er ist im Steinbock gar nicht vertraut. Da liegt aber sein Selbst. Und wo flüchtet er? Er flüchtet da, wo er sich auskennt. Entweder zieht sich zurück zu Krebs, weil das ist ihm vertraut, oder weil er viele Planeten hat im Schütze, auch die Liebesplaneten, er flüchtet in die Schütze. Das heißt Abenteuer, Sport, Beweglichkeit, Reisen, Ausland, das sind die Themen, wo er versucht, sein Selbst zu finden. Aber er findet gar nicht dort sein Selbst, auch wenn seine Gefühle dazu bewegt oder die Trieb, sondern er findet sein Selbst im Steinbock. Und dazu braucht er Ziele, Ideale, und das auch zum Erreichen, nicht aufgeben und springen hin und her und immer neue Ziele zu setzen, sondern konsequent die Ziele zu verfolgen und auch erreichen. Und zurzeit bewegt sich Saturn im Steinbock. Das heißt, er steht auch in Prüfungen gerade. Also das sind die Einflüsse von den Sternen. Und jetzt, Marianne, jetzt habe ich für dich eine persönliche mediale Botschaft. Diese mediale Botschaften sind nicht meine eigenen Gedanken. Und ich beeinflusse das auch nicht. Sondern so wie das kommt, so vermittle ich das weiter. Dein persönliche mediale Botschaft. Du fühlst es richtig. Er gehört nicht ganz alleine dir. Du kannst ihm aber das nicht verbieten. Er ist nicht der einzige Mann, der das braucht. Beobachte das, was ihm besonders schön findest. Sei vernünftig und bleib bei ihm. Trenne nicht. Es wird besser. Also die Botschaft ist, so wie dein Gefühl sagt, dass er untreu ist. Ja, er ist untreu. Aber wie die Botschaft sagt, er ist nicht der einzige Mann, der das braucht. Und betone bei ihm das, was du schön findest. Und bleib bei ihm, weil es wird besser sein. Jetzt schauen wir die Legung an. In dieser Legung befindet sich in der Mitte ein Kreis. Und das beschreibt unserem Inneren. Und das hat eine große Bedeutung unserem Inneren, unserem Denken und unserem Fühlen. Weil dieser Inneren Welt, was wir haben, durch diese Denken und Fühlen, das strahlen wir aus. Und somit entsteht bei uns ein Energiefeld. Wir können sagen Aura. Wir haben ein Aura, wir haben ein Energiefeld. Woher kommt dieses Energiefeld? Von uns selbst. Von unserem Inneren kommt es. Und das entsteht aus Denken und Fühlen. Und das ist so wichtig, weil das ist unsere Anziehungskraft. Und es gibt das Gesetz der Anziehung. Alles, was wir aussenden, ziehen wir an. Es ist ein Gesetz. Wenn wir mit Problemen beschäftigen und Ängste haben, was kommt dann? Genau das, wie wir denken und fühlen. Haben wir noch mehr Probleme und noch mehr Probleme und haben wir Ängste. Wenn wir umdenken und befreien wir uns von Ängsten, ändert sich automatisch die Energiefeld. Wir haben eine andere Schwingung, eine höhere Frequenz. Und was passiert? Wir haben Erfolg im Leben und wir treffen mit erfolgreichen Menschen. Und jetzt schauen wir, sein Energiefeld oder sein Inneren, sein Denken und Fühlen, erstmal seinen Gefühlen.
seinen Gefühlen brauchen Sicherheit und Stabilität. Das zeigt hier die Münzen. Die Münzen haben einen Bezug zu Erdeelement. Und Erdeelement ist die Bodenständigkeit, die Realität und auch die Sicherheit und Stabilität. Und das braucht sein Gefühl. Aber was macht dieser Mann hier im Bild? Schaut nach anderen. Und das, was du auch spürst, und das, was die mediale Botschaft auch war, er ist nicht treu. Vielleicht braucht er als Bestätigung, damit er wieder sicher fühlt als Mann. Und jetzt schauen wir seinen Gedanken an. In diesem Bild erscheint die Feuerelement. Das ist natürlich die Begeisterung, auch die Leidenschaft, das hat er an sich. Aber er ist vorsichtig oder ängstlich, so wie dieser Mann schaut nach allen Richtungen, wo lauschen Gefahren. Er hat in seinen Gedanken, in dieser Vorsichtigkeit oder Misstrauen. Jetzt schauen wir die Kommunikation an. Wie kommuniziert er mit dir? Er steht in einer Herausforderung und er möchte sich beweisen. Natürlich, wenn hier um Untreue handelt und du bist auch misstrauisch und das verletzt dich sicherlich und du weißt auch nicht, wie du das ihm vermitteln sollst. Aber wenn wir die beiden Bilder anschauen, er ist etwas unsicher oder vorsichtig, das zeigt diese Haltung an und seinen Gefühlen brauchen die Bestätigung, diese Stabilität. Und diese nach anderen Frauen zu schauen, ist vielleicht die Neugier, kann auch bedeuten, dass er als Bestätigung braucht. Die mediale Botschaft war, bleibe bei ihm, es wird besser. Aber bei den Gesprächen zwischen euch beiden steht er in einer Herausforderung. Er weiß nicht, wie er das vermitteln soll oder ob er das sagen soll. Also es ist nicht einfach, die Kommunikation. Vielleicht kommt es daher, dass du das ihm auch sagst. Und das ist seine Herausforderung. Das geht um Gesprächen. Und wie gehst du damit um? Zurück zu dieser medialen Botschaft. Die mediale Botschaft war, beobachte das an ihm, was du besonders schön findest. Und das wäre hier das Licht. Und dann siehst du seine positive Seite, seine schöne Seite. Dann kannst du besser damit umgehen und kannst mit ihm leichter kommunizieren. Und diese festhalten, wenn das die Angst ist, dann lass diese Ängste los. Aber diese festhalten, in diesem Fall bei Kommunikation, kann auch bedeuten, schau weg und schweige. Und jetzt schauen wir die Liebepartnerschaft an. Das ist seine Karte. In dieser Karte erscheinen die Kelchen. Und die Kelchen haben einen Bezug zu Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Das heißt, er liebt dich. Er hat Gefühle für dich. Aber so wie du das wahrnimmst, so wie der mediale Botschaft auch bestätigte, er hat anderen Frauen. Und das, was hier stört, er hat es noch nicht losgelassen. Aber das Positive ist in diesem Bild, dass er dich im Arm nimmt und dass er Gefühle für dich hat. Das ist das positive Seite.
was stört anderen Frauen im Bett? Das stört. Und wie gehst du damit um? Diese Karte kann vieles bedeuten. Diese Karte kann dir vermitteln, bleib im inneren Gleichgewicht, bleib in inneren Harmonie. Das ist die eine Bedeutung. Diese Karte kann auch bedeuten, vergleiche dich nicht mit anderen Frauen. Ja, nicht. Weil dann entsteht Unsicherheit und dann fangst an, sogar an dir selbst zum Zweifeln. Diese Karte kann auch bedeuten Gerechtigkeit. Wenn du damit wirklich nicht klar kommst und dass du das ungerecht findest und du leidest darunter, dann ist meine Meinung, dann beende das. Obwohl die mediale Botschaft war, sei vernünftig, bleib bei ihm, trenne nicht, er wird besser. Also versuch das für dich selbst herauskristallisieren, was für dich angenehm ist. Weil es geht um dein Leben, es geht um deinen Gefühlen, was für dich richtig ist. Also triff selbst die Entscheidung. Jetzt die Handlungen. Welche Handlungen macht er? Das ist auch die männliche Energie, die männliche Kraft. Er ist kraftlos. Momentan ist er kraftlos. Vielleicht hat er sogar Angst, dass mit dieser Handlungsweise, was er macht, die Angst, das bricht alles zusammen. Das sind seine Karten. Er hat Angst, dass alles zusammenbricht. Und fühlt er sich zurzeit kraftlos. Welche Handlungen sollst du tun oder was könntest in Bewegung setzen? Achte darauf, dass diese Partnerschaft die Stabilität kommt. Beachte die Gefühle und das hat er. Er liebt dich. Und versuche, diese positive Seite von ihm wahrnehmen. So war auch die mediale Botschaft. Dann kommst auch mehr in Harmonie und das verspricht auch mehr Stabilität. Die Zahl 4 ist die Stabilität. Und du bist hier die Kraft in Beziehung. Wenn du das erreichen kannst, die Gefühle leben und für die Stabilität sorgen und diese Zufriedenheit zu haben, dann verbessert sich die Partnerschaft. Wenn du das erwähnst, ihn, dann steht er im Kampf. Wenn du von ihm trennst, dann bricht er zusammen. Woran liegt das Glück? Seine Karte oder was hindert ihn in sein Glück? Sein Glück liegt daran, wenn er diese Botschaft, die Liebe, die Gefühle überreichen kann. Wenn dich überzeugen kann von seinen Gefühlen. Daran liegt sein Glück. Und woran liegt dein Glück? An deinen Träumen. An deinen Wünschen, an deinen Träumen, das ist dein Glück. Wenn er dein Traummann ist und das ist wirklich dein Traum mit ihm zusammenleben, dann bleib bei ihm. Dann leb dein Traum und schau seine schöne Seite an und seinen Gefühlen. Welche Lernaufgabe hat er? Die Lernaufgabe besteht daran, zu seinen Gefühlen stehen. Die Lernaufgabe besteht daran, die Beziehung aufbauen, eine Struktur geben
Und seine Lernaufgabe besteht daran, die Zweisamkeit. Keine dritte Frau, sondern ihr zwei. Daran steht seine Lernaufgabe, das Aufbauen, das ist die Struktur. Dann kommen wir näher zu Steinbock. Und dann habt ihr diese Zusammensein und baut ihr etwas auf. Natürlich kann auch eine Immobilie sein oder eine eheähnliche Verbindung, weil das ist das Zusammenleben, das, was er lernt. Welche Lernaufgabe hast du? Es ist gar nicht einfach, dieses Bild zu erklären, weil diese Dame ist die Widersprüchlichkeit. Einmal die Offenheit und die andere Seite ist diese Nonnenhafte. Das passt nicht zusammen. Entweder oder, beide geht nicht. Und trotzdem beide Seiten zu vereinbaren. Das kann natürlich dein Verhalten sein, dass du dann vielleicht ist in deiner Persönlichkeit etwas, was für andere Menschen vielleicht widersprüchlich erscheint. Und du sollst es beide Seiten leben. Kann auch sein. Die andere Möglichkeit wäre, diese Karte zu deuten, dass bei ihm beide Seiten die Münzen anschauen. Eine Seite ist seine Untreue, was dich stört. Andere Seite ist seine liebevolle Art, was natürlich die Beziehung angenehm macht. Und betrachte beide Seiten. Liegt in deinem Blickwinkel, was betonst du? Die mediale Botschaft war, betone das, was an ihm schön ist. Jetzt schauen wir die nächsten Bilder an. Was ändert sich bei ihm? Was kann er verändern? Er ist offen für eine Beziehung, aber er sperrt den Weg. Vielleicht hat er Angst, oder braucht er Bestätigung, oder hat er diesen männlichen Trieb, aber etwas bremst er, damit hier etwas in Stabilität kommt. Er ist offen für diese Beziehung, aber er hat seine Hindernisse. Er sperrt den Weg und seine Veränderung liegt daran, dass diese Sperre weg ist. Das kann auch seine Ängste sein, dass er von diesen Ängsten sich befreit. Was ändert sich bei dir? Du spürst die Kraft der Liebe. Deine Kraft, was auch von ihm kommt und auch, dass du ihm auch diese Kraft geben kannst. Das ist das Gleichgewicht. Welche Träume hat er? Kann er seine Träume überhaupt verwirklichen? Sein Traum wäre, und das passt ganz gut auch zum Schütze-Eigenschaften, in Bewegung. In Bewegung, hier ist auch die Feuerelement, alles, was ihn begeistert. Er kann nicht beschreiben, welche Ziele, welche Wünsche er hat. Diese Karte zeigt nicht konkret an, sondern diese Karte ist im Allgemeinen alles, was ihn begeistert. Das möchte er alles erreichen. Das ähnlich mit dieser Schützebetonung, was er hat. Weiter möchte er alles gleich in Bewegung setzen, wenn etwas ist, was ihn begeistert. Welche Wünsche, Sehnsüchte hast du? Du möchtest eine harmonische Beziehung leben. Das sind deine Wünsche. Und es steht nichts im Weg. Wo liegt seine Kraft, seine inneren Kraft? Seine inneren Kraft liegt daran, wenn sein Leben verändert. Es sind keine großen Veränderungen, kleinere Veränderungen. Aber wenn das von diesem Achterbahn rauskommt und diese Hindernisse, was in dieser Beziehung da ist, diese Fremdgehen aufhört, dann spürt auch die Kraft in die Liebe, spürt auch die Kraft in die Beziehung und dann spürt auch seine innere Kraft. Wo liegt deine innere Kraft? Deine innere Kraft liegt daran, dass du auf ihn konzentrierst und auf die Stabilität.
Die Münzen versprechen dir die Sicherheit und Stabilität. Was dich ein bisschen stört, dass noch jemand da im Bett liegt und schläft. Aber lass das einschlafen. Daran liegt die Stabilität, wenn du wegschaust. Und lass das einschlafen. Und die Zahl 9 zeigt auch etwas. Er wird über diese Grenze gehen. Das ist kein Dauerzustand. Irgendwann hört auf, weil das wird ihm uninteressant sein. Und das war auch die mediale Botschaft, es wird besser. Also halte dich nicht auf damit, sondern betone das, was schön ist, dass er da ist und ihr könnt eine stabile Beziehung eingehen und darin liegt deine Kraft und lass das einfach mal einschlafen. Und die Zahl 9, das hier in die Grenze ist und nach 9 kommt 10 und das ist eine neue Phase und ihr startet eine neue Phase gemeinsam und da geht über diese Grenze, was auch hier in die Grenze auch sichtbar ist bei seinen Karte. Er spürt es auch innerlich, dass das nicht okay ist. Liebe Marianne, ich habe noch eine Karte für dich. Diese Karte heißt Weiß, die Quelle, die Göttlichkeit und die Erläuterung. Sei mit deinen inneren Kraft bewusst oder diese Göttlichkeit oder geh in eine spirituelle Richtung, versuch das so beleuchten und fühle aber deinen inneren Kraft auch und diese Karte ist auch die Spiritualität, das vielleicht dir auch hilft und diese Selbstfindung, was du hast, was du im alten Karma schon oft getan hast, zu dir selbst zu stehen, dieser Selbstbewusstsein, das kannst ihm davon etwas geben, weil so ist einfacher für ihn diese Selbstfindung in dir kreiszeichnen. Steinbock. Marianne, das war diese Legung. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.